Willst du es nicht lieber lassen? Wozu die Anstrengung? Ihr guckt mich doch nicht so entgeistert an. Ist ja nicht so, dass du es unbegabt machst, aber ich kann einfach nicht mehr bei dir, das ist alles. Um die Wahrheit zu sagen, du stößt mich ab. Da kannst du jetzt bitte deine Arbeit fertig machen? Ich will nicht bis in die Nacht hier rumsitzen. Was habe ich dir getan? Mein Gott, du hast mir überhaupt nichts getan. Du bist hässlich, du bist ungepflegt, deine Haut ist schlaff und du riechst aus dem Mund. Reicht das nicht? Der Überzug hat ausgekocht. Jetzt sitz hier nicht rum wie das Leiden Christi zu Pferd. Die Welt stürzt nicht zusammen. Über dir nicht und über mir auch nicht. Ich will aber nicht mehr, das ist alles. Ich hab's ja versucht. Ich habe versucht, mir eine andere vorzustellen, während ich mit dir geschlafen habe. Eine, die gut riecht, die jung ist und weniger ausgeleiert als du. Aber das überfordert meine Fantasie. Am Ende bist es doch immer wieder nur du und dann würde ich mich am liebsten übergeben und geniere mich von mir selber. Also was soll's? Bist du fertig? Tja, schon längst. Du musst sehr unglücklich sein, um so gemein sein zu Oh können. Gott, bitte nicht so, ja? Ich weiß, dass ich kein schöner Anblick bin. Dass ich aus dem Mund rieche, hat mit meinem Magen zu tun, das weißt du genau. Aber früher hat dich das auch nicht gestört, wenn wir zusammen waren. Mein Magengeschwür hatte ich schon, als deine Frau noch lebte. Bitte verschon mich mit deinen Unappetitlichkeiten. Aber ich kann dich beruhigen. Es hat mich schon immer angeekelt. Ich habe es in Kauf genommen, weil ich mich betäuben wollte nach Julies Tod. Und es mir völlig egal war, womit. Ich hätte auch eine Kugel sprengen können. Huren sind leider zu weit weg von hier und einmal alle 2 Monate, das reicht mir bedauerlicherweise nicht, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Also lass bitte diese verdammte Märtyrertour und verschwinde endlich. Warum fällt dir das jetzt ein? Wann hätte es mir denn einfallen sollen, deiner Meinung nach? Im Krankenhaus hatte ich vergessen, wie lästig du mir warst. Man wird sentimental, wenn man Schmerzen hat. Verschwinde, geh doch endlich. Hast du kein Ehrgefühl? Neben dir kann man sich das nicht leisten. Ja, das ist wahr. Hast du keine Angst, dass ich mir was antue? Nur zu. So könntest du mich wenigstens mal überraschen, aber Vorsicht, es tut vielleicht weh. Ich weiß, ich bin lächerlich. Es wäre dir auch völlig egal. Tja. Wofür verachtest du mich eigentlich? Dafür, dass ich dir geholfen habe, den Kleinen großzuziehen? Dafür, dass ich dir schweigend zuschaue, wie du deine kleine Tochter befingerst? Dafür, dass ich dir helfe, dich selbst zu betrügen? Dafür, dass ich mir anhöre, wie einzig deine Liebe zu Julie war, obwohl jeder im Dorf weiß, dass du sie genauso mies behandelst wie mich? Dafür, dass ich dich liebe, obwohl ich weiß, dass du es nicht erträgst, wenn man nicht liebt? Genau. Steh auf jetzt, ich habe zu arbeiten. Du kannst es dir gar nicht leisten, mich loszuwerden. Wer soll dir hier die ganze Dreckarbeit machen und dir mit den Kindern und hier in der Ordination helfen? Du meinst es gar nicht ernst. Du willst nur wissen, wie weit du gehen kannst, nicht wahr? Schluckt sie das noch oder kann ich sie noch ein bisschen tiefer in den Dreck treten? Ich bin auch müde. Ich habe 2 behinderte Kinder, Kali und dich. Du bist das Mühsamere. Mein Gott, warum stirbst du nicht einfach?